Ja, das hat sich irgendwie jetzt in den letzten Wochen doch krass viel angesammelt. Das sind unsere ersten eigenen Crew-Shirts. Mach's gut, Druck drauf und zieh's dann immer gleichmäßig wieder an. Moin, herzlich willkommen zum neuen Video. Das letzte Video ist ja jetzt schon ein bisschen länger her. Das liegt dran, weil wir hier die ganze Zeit ultra im Stress sind, um jetzt hier die letzten Vorbereitungen zu machen. Wir fliegen jetzt übermorgen nach Spanien aufs Boot und haben jetzt halt die letzten Wochen noch verbracht mit Vorbereitungen für alle möglichen Sachen, die wir dann dort vor Ort machen wollen, was Refit angeht, und halt auch hier packen, müssen alle ausziehen, Wohnungen leer räumen und sozusagen alles, was wir nach Spanien mitnehmen wollen, auch packen. Und wie das jetzt so auf den letzten Metern aussieht, das wollten wir euch mal ein bisschen zeigen. Genau, also weil wir ja uns entschieden haben, nach Spanien zu fliegen und nicht mit dem Auto zu fahren, wir aber trotzdem ultra viel Zeug haben, wie ihr hier seht, müssen wir natürlich einiges an Ausrüstung und so weiter per Post nach Spanien schicken. Dazu werden wir also mindestens eine Palette voll machen. Wir müssen gleich nochmal schauen, ob es nicht vielleicht doch zwei werden. Und dann eben noch diverse einzelne Pakete schicken. Und dafür sind wir jetzt hier gerade alles am Einräumen und Vorbereiten für den Versand. Dazu haben wir hier halt ultra viel verschiedenes Zeug dabei. Ich kann mal kurz ein paar Sachen zeigen. Also hier drin ist Kork, womit wir uns eine große Pinnwand machen wollen. Das sind die Teile, mit denen wir uns am Heckkorb hinten schön Rückenlehne bauen wollen. Angel, Umkehrosmoseanlage, also Watermaker. Flossen, alles Mögliche. Longboard, Grill, was man halt so braucht im Alltag, gleich mal, ne? Ja, das hat sich irgendwie jetzt in den letzten Wochen doch krass viel angesammelt. Es haben uns auch freundlicherweise noch einige Bekannte und Freunde halt ultra die geilen Sachen dagelassen. Wie gesagt, wir haben jetzt einen Watermaker, den hatten wir eigentlich auch nicht richtig eingeplant, haben wir jetzt von Freunden zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist aber halt auch ein Riesendrum. Zusätzlich auch noch einige Segel, die ihr da hinten seht. Und das sind halt einfach alle Sachen. Wir dachten am Anfang, ja, wir schicken einfach nur alles in Paketen, aber mit den Segeln und mit dem ganzen Zeug, das hier ist allein alles für einen Watermaker. Das passt halt in Kartons einfach gar nicht rein. Deswegen jetzt Palettenversand. Hier noch ein paar absurde Sachen. Ein Flamingo braucht man natürlich. Eine Freediving-Apnoe-Boje, Neopren, ein Grill, diverse Seekarten, die wir auch bekommen haben, auch super nice. Und jetzt bauen wir hier so Tetris für Erwachsene. Das ist jetzt hier Longboard, diverse Filter für einen Watermaker, BMS für unser neues Energiesystem, alles mit dabei. Hier noch eine Taucherbrille dazwischen. Ein Soda-Stream für Weinschorle. Alles mit dabei. Es wird. Sieht gar nichts. Es wird. Falls ihr euch übrigens fragt, wieso so gutes Licht in der Garage ist, wir haben hier eine kleine Spiegelkonstruktion aufgebaut. Macht hier ein Skylight in der Garage. Wir haben jetzt gerade hier unser erstes Palettenpackage fertig gemacht und werden das jetzt noch fachkundig mit Folie ordentlich einpacken. Zum Glück habe ich auch schon diverse Berufserfahrungen in der Spedition. In der Speditionsbranche gesammelt. Da kommt es einem wieder alles zugute. Ist schon ganz praktisch. Oh mal. Los. So, erste Palette ist ready. Jetzt machen wir noch eine zweite mit den Kartons hier. Das ist nur mein Scheiß. Da packen wir jetzt die Kartons, so viele wie passen, unten hin. Den Rest schicken wir so. Und dann noch hier diese einzelnen Sachen, die quasi oben liegen müssen, irgendwie, weil die nicht so richtig was zum Stapeln sind. Die dann oben drauf. Das hier ist die Pumpe vom Watermaker. Und halt noch so für alles Mögliche einen kleinen Scheiß, wo irgendwie nichts oben drauf stehen darf.
So, zweite Palette ist jetzt auch fertig. Ist ein bisschen mehr Tetris geworden, aber es passt jetzt eigentlich ziemlich perfekt so. Also die Kartons sind ja auch teilweise einfach so genormt auf das Europalettenmaß. Hier ist jetzt ein bisschen nicht so ganz perfekt, aber soll schon laufen. Jetzt machen wir da die Folie drum. Dann spannen wir es nochmal richtig ab mit einem Seil und dann nochmal Folie und dann sollte es hoffentlich laufen. So, gestern die Paletten fertig gepackt, dann danach noch online angefragt und heute kommt schon der LKW und holt ab. Also das ging echt richtig gut. Wo fährst du das jetzt hin? Gersthofen. Gersthofen? Augsburg. Ja. Und dann weiter. Ja, wie gesagt, es soll jetzt dann so in 2 bis 5 Tagen ankommen. Also 2 Tage kann ich mir nicht vorstellen. Er fährt das jetzt erstmal nach Gersthofen in der Nähe von Augsburg und dann schon mal weiter. Wie gesagt, wir fliegen ja dann morgen und vielleicht kommt es dann schon irgendwie in den nächsten Tagen dann an, wenn wir vor Ort sind. Wäre spannend. Seht ihr dann im nächsten Video. Ja, und wir hoffen natürlich, dass alles auch ankommt überhaupt. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Tschüss! Bei mir steht jetzt noch an, die gesamte Wohnung noch leer zu räumen. Also meine Schwester bleibt zwar noch ein bisschen in der Wohnung drin wohnen, aber die meisten Möbel kommen trotzdem raus und das muss jetzt heute noch passieren, bevor es dann morgen früh zum Flieger geht. Also bleibt spannend. So, was wir auch noch gerade machen, auch in den letzten Zügen, ist die T-Shirts versenden. Die sind eigentlich schon einige draußen gewesen, aber ein paar wurden noch nachgedruckt. Da zeigen wir euch auch noch in dem Video, wie das lief. Und da haben wir hier eine kleine Liste und hier ein bisschen unser Lager. Und das wird jetzt hier alles ganz ordentlich verpackt und dann noch so weit ausgesendet und dann ist das auch erledigt. Genau, eine Sache, die wir jetzt auch noch auf dem letzten Drücker gerade fertig machen, sind unsere eigenen Crew-Shirts. Da hatten wir schon die ganze Zeit mega Bock drauf und haben jetzt gesagt, gehen wir jetzt einfach an und arbeiten da jetzt mit guten Freunden zusammen. Die haben glücklicherweise ein eigenes Klamottenlabel und eine Siebdruckerei und drucken die Shirts jetzt für uns. Und da bin ich jetzt heute nochmal da am Start, um zu schauen, wie das alles abläuft. Bin mega gespannt und nehme euch jetzt auch mal mit, wie da der Prozess von dem Siebdrucken sozusagen abläuft. Jo, die Jungs haben sich hier so eine eigene Werkstatt mit Druckerei ausgebaut und wir schauen uns einfach mal rein. Ich denke mal, der Toni führt euch gleich mal rum. Servus! Hallo! Hi, ich bin der Toni von Bastoni. Das sind die Heiligen Hallen. Hier ist unser Büro, unser kleines, feines. Da ist die ganze Denkarbeit, die stattfindet und wir machen hier die Designs und so. Das ist unsere Küche. Das Wichtigste, die Kaffeemaschine. Dann haben wir eine sehr, sehr schicke Toilette. Die müssen wir euch zeigen. Und zwar ist die super bequem und auch aus Resten gebaut, wie fast alles bei uns. Schauen wir mal zum Basti rüber, der druckt nämlich gerade eure Shirts. Nochmal ganz kurz, hier werden die Caps gepresst, zum Beispiel Kappenpresse. Und hier ist Sebastian sein Reich, unser Druckmeister. Hier kommt jetzt die Farbe drauf, die wir gleich fürs Drucken benötigen. Das ist so vegane Textilfarbe auf Wasserbasis. Die kann man theoretisch
im Abfluss runterspülen, ohne dass irgendwas passiert. So, wir machen jetzt erstmal ein Test-Shirt. Also als allererstes fluten wir mal das Sieb, das nennt sich Fluten. Da ist jetzt die Farbe benetzt quasi das Motiv. Das ist die Farbe, die dann später eben auf dem Shirt landet oder jetzt gleich. Wenn du es jetzt wieder hochklappst, dann schlägst du auf dem Shirt. Da passiert gar nichts. Genau. Genau, das passiert jetzt eben erst, wenn ich das rakel. Also quasi die Farbe durch das Sieb in das Textil reinbringe. Und dann kommt das fertige Motiv raus. Wichtig ist dann immer, dass man wieder nach dem Drucken nochmal flutet, weil sonst trocknet dir die Farbe in das Gewebe ein und dann kriegst du das Motiv nicht mehr so sauber hin. Dann ziehen wir das Ganze ab und dann kommt es im Trockenkanal. Das wird dann so knapp 3 Minuten bei 160 Grad getrocknet und dann ist das T-Shirt einsatzbereit. Also sobald es da hinten rauskommt, kann man es eigentlich anziehen. So, genau, diese Testdrucke machen wir immer, bevor wir auf die richtigen Rohlinge drucken, einfach um zu schauen, dass das Motiv sauber ist, weil ab und zu hast du mal einen Fussel drin oder das Sieb funktioniert nicht gescheit. Und das machen wir immer, um sicher zu gehen, dass alles passt. Und dann kommen quasi die Shirts hier reingespannt. Wir haben auch hier solche Marker, dass ich weiß, wo der Kragen anliegen muss. Also das Sieb und das Motiv ist quasi darauf eingerichtet. Und ich weiß, dass ich die Frontprints lege ich mir immer hier hin. Und dann, weil so kann ich quasi gewährleisten, dass sie immer auf der gleichen Höhe sind. So, das war jetzt die erste Runde quasi. Dann ziehen wir das Ding ab, stecken es in den Trockenkanal und dann kommt es fertig hinten raus. Ja, geil. Ein Druck. Ein Druck. Ach krass, auch wie. Ich ziehe es jetzt aber nur hier drüber, oder? Ich setze es jetzt quasi hier an. Also du musst gar nicht über das ganze Sieb, sondern eigentlich nur da, wo das Motiv ist. Machst du Druck drauf und ziehst dann in der gleichmäßigen Bewegung. Okay, das war jetzt, weil hier noch nichts war, oder? Das kann sein, warte. Ja? Jetzt kannst du mal... Zeig ich mal wieder hier drüber? Schau dir mal der Kunstwerk an. Yeah! Das hat eigentlich richtig gut geklappt. 1A. Jo, wir sind jetzt eigentlich ziemlich durch mit Drucken. Bei ein paar Shirts fehlt noch der Frontprint, den macht der Sebastian jetzt noch fertig. Wenn ihr die Jungs abchecken wollt, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Wie gesagt, Bastoni heißt deren Label, da kann man auch ganz normal Klamotten bestellen. Ich habe auch, was ich gerade anhabe, ist auch von denen, mega nice. Und für uns geht es jetzt weiter mit Packen. So, wie ihr seht, die Wohnung ist fast leer. Alles geschafft, just in time, ist jetzt der Abend vor dem Abflug. Morgen geht's los, das ist jetzt auch das Ende vom Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen, mal ein bisschen so einen Einblick zu sehen, was alles dazugehört mit der Spedition, dem Verschicken von den Sachen. Im nächsten Video geht's dann weiter, das erste Mal richtig an Bord. Wir hoffen, dass unsere ganzen Sachen ankommen. Wenn ihr dabei bleiben wollt, lasst gerne ein Abo da, ein Like und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss! Schön am Druckeln, das nachschauen. Schön Druckeln, wa? Druckeln.